Okay, zurück zur Kultur, weil Kizomba, es ist eine Kultur. Es ist eine Tanzkultur und Musikkultur. Also, Kizomba hatte schon eine lange Geschichte. Also deswegen, egal was jetzt kommt, Mode oder irgendwas, ja, das ist in Mode, Kizomba Fusion, es ist in Mode, Urban Kiss, es ist in Mode, es ist schon toll. Aber dann macht ihr eure Sache kompetent und dann nicht einfach die Leute durcheinander bringen oder die Kultur, die schon etabliert ist, durcheinander zu bringen. Kizomba, es ist eine Kultur, es ist eine Tanzkultur, es ist eine Musikkultur und die sollte man auch respektieren. Okay, und dann Tarashinya alleine, das ist kein Tanz, das habe ich schon vorher gesagt. Also, und heutzutage hören wir immer wieder Tarasha, Tarasho. Also, was ist das? Okay, manche definieren jetzt Tarasho, es ist ein Tanz. Okay, von woher kommt das? Vorher hatte man Tarasha gesagt und dann jetzt kommt man in eine Etappe, ah, Tarasho, es ist Tanz. Aber vorher, diese Kultur von Tarasha, die sollte man erstmal kennenlernen, bevor man Tarasho macht. Und dann, wenn du Tarasho machst, warum verwendest du diesen Namen als Tarasho? Woher hast du diesen Namen?